this hard. Jetzt binde ich einen Pferdeschwanz mit diesem Zopfgummi, weil es ein wenig aussieht wie eine Telefonschnur. Es hält einfach wunderbar an ihren Haaren. Jetzt nehme ich einen grob zinkigen Kamm und kämme noch ein wenig den Zopf. Hierbei achte ich darauf, gleichmäßig von oben nach unten kämme. Nun nehme ich ihre Haarpracht und binde einen Dutt. Das ist gar nicht so einfach, weil sie, wie gesagt, ich massiere ihn ein wenig. Erst den Nacken. Ganz sanft. Mit dem Daumen massieren. Mit den Fingerspitzen. Den Rücken entlang streichen. Jetzt ein wenig fest. Thank you.
sich mit dem Kamm auch ganz einfach streichen. Es gibt kein einziges Knötchen. Massiere damit die Kopfhaut. Nun streiche ich mit den Fingern ganz sanft die Kopfhaut und den Nacken entlang und gehe in Wellenlinien von der Stirn
nächste.